What's up, everybody? Herzlich willkommen zu einer Runde Stalker Clear Sky. Ich spreche jetzt etwas leiser, aber ich werde dann wahrscheinlich meine eigene Lautstärke halt im Endeffekt mit Cyberlink Power Director erhöhen. Weil es schon etwas später ist und ich lebe ja nicht allein, deswegen ist es nicht so einfach, es in der Nacht laut aufzunehmen. Ich bin die Aufmerksamkeit cool, in Person. Ich nicht. Also texte mich nicht voll. So, und wir machen jetzt mal weiter. Ich spiele jetzt vielleicht mal eine halbe Stunde oder 40 Minuten. Bisher habe ich ja immer genau zwei Parts aufgenommen, wenn ich mich nicht irre. Und ja, wollte von dem Mitgliedern Informationen über Feng ein. Finden die Verbesserungen, finden... Na gut. Moment. Achso, nee, da wird uns dann gezeigt, wo wir dann im Endeffekt hin sollen. Na gut, dann würde ich mal sagen, dass wir da auch mal hingehen. Wenn ihr alle mit Taschenlampe rumgeht, mache ich dann auch... Habe ich jetzt auch gerade mal meine angemacht. Nach aus damit. So. Habe ich einmal einen Trash verkauft? Ja, jo, habe ich. Ich hätte gerne ein schönes Visier für die Waffe hier, für die AK-47, die ich jetzt gerade genommen habe. So ein, ja, so ein, keine Ahnung. Irgendwas, womit ich schön besser reinzoomen kann. Auch schon Rotpunktvisier wäre schon schön. Und ich hatte mir im letzten Part mal überlegt, das war doch der Typ, der jetzt schreit, nicht schießen und so. Bring mich nicht um. Wer bist du? Ja, bla, das kennen wir schon. Nee, komm, ich lasse ihn einfach leben. Ich war am überlegen, ob ich den jetzt einfach erschießen soll. Jetzt, also nachdem ich die letzte Aufnahme beendet habe und dann gehen soll. Aber ich meine, der versteckt sich da unter der Brücke. Der ist wehrlos, ich lasse ihn einfach leben. Er würde mich zwar erschießen, aber das heißt ja nicht, dass wir uns auf das Niveau herabbegeben müssen. Außerdem ist es nur ein Spiel, da darf man Fehler machen. So, und jetzt laufen wir im Moment. Das wird Ausdauer geht fast gar nicht alle. Ja, wir sind ja auch nur zu 16,4 Kilogramm voll von 50. Dann macht das Sinn. So. Und jetzt werden wir natürlich, wie immer, da wir unter der Brücke sind, die Anomalie da oben bewundern. Weil ich die einfach immer noch awesome finde. Ist die schön. So rund. Ja. Naja, jetzt müssen wir kurz ausruhen. Bei unserem Kollegen. Dem Shura Kosmos. Ich bin... Lass mich in Ruhe, ich bin im Dienst. Nur eine Frage, was bewachst du hier? Wir bewachen das neue Stalker-Gebiet. Neues Stalker-Gebiet? Kannst du mir das erläutern? Geh in unsere Basis und frag dort nach. Ich bin beschäftigt. Gut, dann bis später. Muss dich ja nicht belästigen. Außerdem ist unsere Ausdauer wieder voll. 6 Leute, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ganz schön viele hier in der Stalker-Basis. Naja. Ich muss ja gucken. Die hatten hier nun einen Typen, der mir Waffen... Junge, schubs nicht. Schubs nicht, ich erschieß dich nicht. Mann. Was die mir glauben, wer sie sind. Die hatten hier nun einen Typen, der Waffen repariert, oder? Ah ne, die haben mir scheinbar auch einen Shop. Das ist cool. Schau, vielleicht hat er was für mich. Was kann ich wirklich tun? Ich kann das Gutes verkaufen. Ich habe eine 74, genau, 2 Uhr ausgerüstet. Das ist eine 74-2. Okay, na, ich habe keine Ahnung von Waffen. Ich bin kein Waffenfanatiker, wie viele andere in meinem Alter. Oder auch nicht in meinem Alter. Aber ich bin auf jeden Fall kein Waffenfanatiker. Nur weil ich Kinderspiele spiele, heißt es das nicht, dass ich mich mit Waffen auskenne. Naja, egal. Ach genau, eine Rüstung wollte ich mir mal zulegen, aber unser guter Sidorovic, der uns ja ein tolles Preis im Abkommen gemacht hatte, mit uns vereinbart hatte. Was kann ich für dich tun? Ist viel zu laut. Komm einfach vorbei, wenn du irgendetwas brauchst. Der hatte uns ja dann eine Rüstung für 24.000 Rubel oder so angeboten. Das ist willst du etwas repariert noch ein haben? Ein bisschen zu teuer. Halt die Fresse. Modifikation Lauf. Minusgeschwindigkeit. Stoß. Stoßfeuerrate gesenkt. Ich glaube, ich wollte hier nochmal auf die Präzision gehen. Genau hier. Lass mir mal die Waffe. Was kann ich für dich tun? Schnauze, ich bring dich gleich um. Haben wir uns jetzt unsere Waffe noch ein wenig modifizieren lassen? Ja. Jetzt gehen wir weiter zu den Müllgräbern. Schönen Sprint. Kann am Morgen von einem neuen Tag nicht schaden. Auch wenn ich das, glaube ich, nie machen würde. Wenn es viel zu anstrengend wäre. Dann lieber vorm ins Bett gehen, 45 Liegestütze, als am Morgen nach dem Aufstehen irgendwo rumrennen. Was ist das da? Das ist ein Mutanten, oder? Jo, hat man ja eigentlich auch gehört. Mal gucken. Auf dem PDA sehen wir 3 Leichen. Wie viele Wildschweine sehen wir denn? Oh, der knabbert an den Typen da rum. Schmeckt er denn? Ich auch ein Stück haben.
Who wants a piece of the champ? So. Drei Schweinchen. Die auch direkt aqua sind. Nummer 1 erledigt. Hallo Far Cry. Alter, Leute. Ist euer Ernst? Die Waffen waren doch gar nicht so schlecht. Naja, Zustand. Ich will nicht wissen, wie die in einem schlechteren Zustand ist. Dabei hatte die doch so eine schöne Genauigkeit. Was nicht schaden kann bei meinem Aim. Alter, diese Waffe ist ja total unzuverlässig. Das sollte ich besser lassen. Einer noch. Warum wird das eigentlich gerade so verschwommen? Ich habe im letzten Part, glaube ich, Wodka getrunken. Bin da nicht ganz sicher. Daran könnte es liegen. Wurscht. Muni und Granate. Ich will gerade echt, ob ich die Pistole mitnehmen soll, aber die sieht nicht schön aus. So, Moment. Nein, das war nur eine Leiche und ein paar Wildschweinchen. Hier ist noch einer. Oh, der hat eine schöne Shotgun dabei. Bin ich gerade echt unschlüssig. Ich nehme die mal mit, weil die Waffe ist echt gut. Was ist das für eine Piste? Ist das die, die ich schon mal hatte? Die mochte ich nämlich eigentlich gar nicht so. Ah, die gerade ich gerade habe, geht auch nicht. Die ist ja so unpräzise. Beziehungsweise nicht unpräzise, aber schlecht. Niedrig, qualitativ oder sowas in der Art. Weiß gar nicht, wie man das nennt. Auf jeden Fall verschleißt sie sehr stark oder geht. Klemmt auf jeden Fall ständig. Verschleißen tut sie ja nicht so doll. Ich meine, ich habe jetzt hier am Stück geballert und der Zustand hat sich nicht so sehr verschlechtert. Aber ich will, wie gesagt, nicht wissen, wie sie dann. Valerian, hier spricht Belly. Stimmt es, dass du Stalker um dich sammelst? Ja, das stimmt. Die Armee ist komplett durchgedreht. Sie sind sogar so weit gegangen, Banditen auf uns zu hetzen. Wir haben uns entschieden, dass wir zurückschlagen werden. Dann bin ich dabei. Ich habe mein eigenes Hühnchen mit denen zu rupfen. Ich werde morgen da sein und ein paar Männer mitbringen. Ja, es ist ja zum Glück schon morgen. Das ist gut, danke. Wir sehen uns dann. Genau, wir sehen uns und ich komme gleich mal mit. Da war gerade Strahlung, wo ich gerade hingerannt bin, aber scheinbar führen die mich jetzt hier um das verstrahlte Gebiet drumherum. Weil die laufen hier ganz chillo lang, während es da eben nicht so schön war. Na egal. So, auf in die Schlacht. Was hätte ich gerade sagen wollen? Ach, ich habe eh nur irgendwelchen sinnlosen Mist gelabert, von wegen wie meine Waffe ist und so. Warum muss ich jetzt nachladen? Warum meine Waffe nicht nachgeladen? Hab ich gar nicht drauf geachtet. Das wäre ja leicht bescheuert, so einen Kampf zu rennen und dann nicht mal eine geladene Waffe zu haben. Oh, hat das Spiel gerade geautosaved? Ich gehe mal kurz aufs Fernrohr und guck mal, ob ich wen sehe. Das sind sogar Leute aus unserem Team. Das kann ich hier gar nicht vorstellen. Hey Goblin, was gibt's Neues? Wer ist Goblin? Die Armee hat gerade eben wieder aus allen Rohren geschossen. Sie entfernen sich nur nicht allzu weit von ihrer Basis, weil sie Angst haben. Die Schwachsinn. Ja, die müssen immer weiter schießen. Halte mich auf dem Laufenden. Also eigentlich sind wir da gerade verbündet, aber wir haben ja schon mal... Haben wir? Sowas in einem anderen Stalker. Ich weiß gar nicht, ob ich da aufgenommen habe. Auf jeden Fall haben wir irgendwo schon mal, oder ich auf jeden Fall, gesehen, dass da sich Banditen als Stalker verkleidet hatten. Nicht vergessen, ihr feuert auf meinen Befehl. Ja, wir feuern auf deinen Befehl. Ich warte jetzt hier. Ja, die hören uns auch schon. Hört ja wie die panischen Herren. Oh. Oh. Da war noch einer. Wo ist er hin? Runter mit euch, tot? Jungs. Nee. Runter mit euch, Jungs. Oh. Wow, wow, wow. Ist das euer Ernst? Der wirft mir 10 Granaten ins Gesicht. Naja, wir haben 2 Missionen überlebt. Und wenn es mit Kugeln nicht klappt, nehmen wir halt ab. Granate!
Was ist denn da? Wow, wow. Boah, fuck. Auch er wieder verkackt, als irgendwas sinnvoll gemacht. Naja, gut. Das hätte uns fast vielleicht noch die Anomalie gekillt. Das wäre nicht toll gewesen. Was ist die überhaupt? Ich sehe, in dem Moment jetzt sehe ich gar keinen Freund mehr. Da hinten sehe ich noch einen. Das heißt ja, eigentlich muss hier noch ein Bandit sein. Da war eine Waffe, die ich glaube ich haben will. OMG. Ach man. Ach stimmt, ich hatte es auf F8 gestellt. Das Quick Loading. Ja, bisschen unfair ist es schon. Ich weiß es, wo er ist. Aber dieses KI in Stalker ist irgendwie auch so gemacht, dass sie halt nicht dann jedes Mal da gleich sich bewegt, sondern jetzt auch, glaube ich, weiß, wo ich stehe oder so. Irgendwie so war das mal. Da habe ich nämlich immer rumgesniped und dann haben die sich jedes Mal neu anders bewegt. Nachdem ich gestorben war. Ja, hier, seht ihr. Ich hab's direkt gesehen. So. Das ist auch erledigt. Meine. Du killst mich nicht. Nicht nochmal. Wie viel dem Zustand ist schlechter. Schade. Aber ich werde mir gleich noch die AK-74-2 von dem da hinten mitnehmen. Ich glaube, die Waffe ist noch ein bisschen besser als meine aktuelle. Wo meine ja schon modifiziert ist. Muss ich mal gucken. Auch ganz kurz die Schrotflinte noch mitgenommen, um zu gucken, wie der Zustand ist. Wo ist er besser? Hier ist er besser. Entladen und fallen lassen. Oh, und der hatte sogar Munition mit der man... Ja genau, die man für die Jagd einsetzt. Die Waffe, die wir hier gerade hatten, hatten sie ja vorhin für... bei den Typen, die verreckt waren. Warte ganz kurz. Zustand. Schaden ist ein bisschen höher, das war's. Na gut, entladen und fallen lassen. Dann will ich die Waffe doch nicht. Oh, oh, oh. Oh, einer. Oh! Oh, wow, wow, wow. Übertreib doch. Alter, den hab ich überhaupt nicht gesehen. Immerhin haben wir theoretisch auf jeden Fall Rücken frei. Muss ich häufig sicher fühlen. Moment, jetzt wieder zwei Gegner. Aber sehr unvorsichtig. Das wird ich nur in Computerspielen so gemacht. Die haben uns wohl entdeckt. Was? Ich bin hier gerade mit einem Kampf. Also bestimmt haben die uns entdeckt. Ich gehe mal ein bisschen höher. Ich würde gerade sagen, ich gehe mal ein bisschen höher, um ihm direkt auf die Kopfhöhe zu schießen. Das hat ja auch so gereicht. So. Nehmen wir wieder ein bisschen Zeug mit. Jetzt ist hier wieder eine Person hinzugekommen. Langsam nervt es. Verarscht. Fick dich. Ach Moment, das sind unsere Leute. Zwei Leute auf jeden Fall von den dreien, die wir sehen. Na gut, aber gerade sehe ich auch keinen Gegner. Eins, zwei, ich weiß nicht, ob der uns mitzählt, unser PTA. Logisch wäre es ja eigentlich nicht. So, wenn er es nicht mitzählen würde. Boah, ich bin mir da nicht ganz sicher. Loot, 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 loot. Und hier, den hatte ich auch noch gerade eben erschossen. Jo. So. Nehmen wir noch sein Brot mit und essen einfach auch mal direkt ein Brot. So. Mal gucken, ob wir hier irgendwas Schönes finden. Nehmen wir jetzt mal mit, wir haben ja jetzt hier diese Munition. Ich wollte gerade auf den Turm da hochgehen, aber da ist gar kein Turm, fällt mir gerade auf. Den gibt es scheinbar auch nur einen anderen Stalker. Ja, egal. Also, erzähl mir etwas.
Oleg, grün, das ist cool. Ja, ich kann dir nichts erzählen, wir sehen uns. Homie. Nun liegt hier irgendwie interessanter Loot rum. Gegenstände. Oh ja, das ist nicht schlecht. Ich nehme mal die Spritze und die Bandagen mit. Den Rest will ich jetzt doch gerade mal nicht mitnehmen. Ist ja auch ganz schön was liegt. Viel Schrotmunition. Dafür, dass ich eh immer mit der AK rumrenne. Ich habe 4 solche Dosen, davon wiegt der Rede. Ah ne, die wiegen gar nicht mehr ein halbes Kilo wie im alten Stalker. Aber das ist Brot. Die Wurst wiegt dafür ein halbes Kilo. Die Diätwurst. Wenn nicht mit viel Fett, dann halt eben viel von der Wurst. Na egal. Ja, wir laden jetzt mal ins nächste Gebiet, wo wir auch hinwollen. Da war gerade ein wunderschöner Grafikbug in der oberen Ecke. Habe ich eine Maus? Nee, habe ich nicht. Ich weiß gerade gar nicht, ob man meinen Computer hört. Mein Lüfter ist gerade noch nicht sehr optimal. Ich will mir noch eine andere Grafikkarte holen für meinen Computer, die noch ein bisschen besser ist, und dann halt noch einen besseren Lüfter, der vor allem nicht so laut ist. Weil das dauert noch ein bisschen. Was habe ich hier eigentlich? Ne? Keine Belohnung. Und das sieht auch anders aus als im letzten Stalker. Warte mal. Mutant. Banditen. Egal, auf jeden Fall hoffe ich, dass mein Lüfter, wenn man ihn denn mal hört, jetzt ist er zum Beispiel gerade ruhig, nicht allzu sehr stört. Oh, ich höre wen. Ich höre wen. Ich sehe wen. Und da soll auch noch einer sein. Wenn ich den natürlich wieder nicht sehe. Wait, ich sehe ihn doch. Enemy down. Ja, ich bin ähnlich wie ein bestimmter bekannter Riesen-YouTuber auch ein großer Quicksave-Liebhaber. Das war so zu nennen. Da ist einer. Da war ein anderer. Oh, oh, oh. Sagt Hallo zu meiner Granate! Wo? Runter mit euch, Jungs! Muss ich verarschen? Noch mehr Granaten ging wohl gerade nicht, oder wie? Fress das, ihr Versager! Noch eine? Alter, Leute, leckt mich mal fett am Arsch. Fixer. Die wissen auch immer ganz genau, wo ich stehe. Scheiß PDA. Und die nächste Granate, die mir in die Fresse fliegt. Plus, wie immer. Jetzt sind ihnen scheinbar die Granaten ausgegangen. Mich persönlich stört das nicht. Kein Toter, schade. Jetzt ist er da rumgerannt. Moment, wo? Von wo? Ich will gerade sagen, da kommt jetzt gleich einer. Der durch den Bus schießt. Eiskalt durch den Bus geschossen. Eigentlich sollte da noch ein bisschen Motor drin sein, wenn auch nicht allzu viel. Tot. Und ich blute gerade fett und ich habe keine Bandagen mehr. Puh. Puh. Na gut, jetzt blute ich nicht mehr so stark. Ich muss trotzdem schnell eine Bandage finden. Hey Bruder, wir brauchen deine Hilfe. Ich brauche erstmal selber erstmal Hilfe. OMG, that outplay. Noch ein Headshot. Oder Moment, der ist nicht tot. Ich sehe keine Leiche auf dem CDA. Bist du ein Mann oder was? Ja, man muss den Kondom benutzen. Nicht dir besorgen. Wo wir da. Nein, natürlich nicht. Fuck you. Schön, dass du zur richtigen Zeit gekommen bist. Ich bin hier, ich bin nirgendwo anders. Leck mich. Jetzt mal. Mann, fuck. Hier keine Scheiß. Ich wusste doch, hier ist noch irgendwo einer, wenn das PDA das anzeigt.
Aufstellungskrieg. Tot? Jo. Bitte komm, wenigstens du ein Medipack, oder? Natürlich nicht. Was haben die. Warum rennt man eigentlich nur mit Munition und Dingens durch die Zone? Oh, dann renne ich mal besser ein Stück weg. Ich blute immer noch. Moment, da kommen auch noch Banditen, was? Warum ist denn eigentlich schon wieder, wo ich bin? Da oben ist ja noch. Ich verbinde mich mal ganz schnell im Rennen, weil ich professioneller Healer bin. Ich habe ja so lange WoW gespielt, dass ich einfach mich mal im... Oh fuck, jetzt werde ich auch noch verstrahlt. Im Laufen heilen kann. Ich meine, Bandagieren geht ja noch irgendwo. Oh, na, keine Ahnung, der Typ ist einfach hier Gott. Wir können so einen fetten Verbandskasten im Rennen öffnen, benutzen. Na gut, er schmeißt ihn ja danach direkt weg, egal was noch drin ist.